Liebe Sternfreunde, liebe Freunde der Sternwarte Stuttgart, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zum zweiten Vortrag in unserer Jubiläumsvortragsreihe zum 100-jährigen Jubiläum der Sternwarte Stuttgart. Und in dieser Vortragsreihe wollen wir ja die Geschichte der Sternwarte und parallel die Geschichte der Astronomie dekadenweise beleuchten. Ich darf mich aber zunächst einmal vorstellen. Mein Name ist Johannes Philipp. Ich arbeite hier in der Sternwarte, also bin einer von den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Sternwarte und darf im Vorstand mitarbeiten, in der Funktion als erster Beisitzer und Mitarbeiter-Obmann. Außerdem leite ich die kleine Radioastronomie-Arbeitsgruppe unserer Sternwarte und die ebenfalls kleine, aber stetig wachsende Jugendgruppe. Ich bin nicht ganz alleine hier in unserem improvisierten Fernsehstudio TV Uhlandshöhe. Bei mir sind der Sebastian und der Lukas. Im Hintergrund, die sorgen dafür, dass im Falle eines Versagens der Technik alles gleich wieder aufgegleist wird. Außerdem beobachten die den Live-Chat und können mich aufmerksam machen, wenn da Fragen eintrudeln, die ich im Eifer des Gefechts möglicherweise übersehen würde. So. Jetzt mal den Mikro mal anstecken, weil wir haben nur einen Monoton gerade. Das bedeutet aber, dass ich trotzdem weitermachen kann. Ja. Hallo Kamera. So, dann wechseln wir mal hier zu unserer Präsentation 100 Jahre Sternwarte Stuttgart. Und unser Thema heute sind die Jahre 1922 bis 1932, Aufbruch und die goldenen 20er der Astrophysik. Allerdings muss man im Kopf behalten, dass diese 20er Jahre gar nicht so golden und als Roaring Twenties angefangen haben. Deutschland lag nach dem Ersten Weltkrieg am Boden. Und was wir hier auf dem Foto sehen, das ist ein Kriegsinvalide, für die es kein Versorgungswerk oder sowas gab. Die waren darauf angewiesen, sich per Betteln durchs Leben zu schlagen. Und es gab Hungersnot. Deutschland musste aufgrund des Versailler Vertrags herbe Reparationen bezahlen. Und da man dem nicht im erforderlichen Umfang nachkommen konnte, hat Frankreich das Rheinland besetzt. Es gab eine Hyperinflation. Es gab politische Wirren mit Zuständen, die wir uns heute nicht so gerne ausmalen möchten. Mord an Matthias Erzberger 1921, Mord an Walter Rathenau 1922, Hitler-Ludendorff-Putsch 1923, es waren keine wirklich rosigen Zeiten. Eine Wende ist dann eingetreten durch die Einführung der Rentenmark, so eine Art Währungsreform Ende 1923. Damit hat man es tatsächlich geschafft, die Inflation zu stoppen. Dann gab es 1925 mit den Verträgen von Locarno für Deutschland die Möglichkeit, aus seinem Paria-Status in der internationalen Gemeinschaft ein bisschen aufzusteigen. Und 1926 wurde Deutschland sogar dann in den Völkerbund aufgenommen und man fing an, dass Deutschland allmählich auch international wieder zu achten. Und da gingen dann eigentlich die Roaring Twenties wirklich los, so wie wir sie kennen. Wir sehen rechts im Bild ein Szenenfoto aus einem der Great Gatsby-Filme, so wie man sich vorstellt, wie es damals zugegangen ist. Links sehen wir die kürzlich pantheonisierte Josephine Baker. Und als Stuttgarter darf natürlich hier auch diese Dame nicht fehlen. Das ist Anita Berger, die deutsche Femme Fatale der damaligen Zeit, die 1925 von Otto Dix gemalt worden ist. Und wer in Stuttgart das Kunstmuseum besucht, der kommt an diesem Gemälde nicht vorbei.
die Freude an dem So, also Ton ist wieder da. Freude währte nur kurz. Wenige Jahre, im Oktober 1929 gab es den Börsencrash und Black Thursday in den USA, Schwarzer Freitag in Deutschland, weil wir ja das mit ein bisschen Zeitverzögerung alles erst mitgekriegt haben. Das ist so der zeitgeschichtliche Hintergrund, auf dem sich die Geschichte der Astronomie und die Geschichte der Sternwarte abgespielt hat. Und damit wollen wir wechseln zur Astrophysik. Und Astrophysik ist nicht denkbar ohne Physik, insbesondere in der damaligen Zeit. Fangen wir also an mit der Physik in den 20ern. Die Physik oder die ganzen Erkenntnisse und Entdeckungen, die jetzt präsentiert werden, sind natürlich immer mit Namen verknüpft. Und ich habe auch meistens dann dazu geschrieben, ob es einen Nobelpreis gegeben hat, ob ein Asteroid oder ein Mondkrater nach dem jeweiligen benannt worden ist. Das soll aber nicht missverstanden werden als irgendwie eine Art von Heldenverehrung. Leider ist es so, dass viele der Protagonisten der Wissenschaft, nicht nur in der damaligen Zeit, sondern auch vielleicht heute, auch ihre dunklen Seiten gehabt haben. Darauf gehe ich heute nicht ein, aber das müssen wir auch im Hinterkopf behalten. Also bitte nicht das, was jetzt kommt, als Heldenverehrung verstehen. So, Niels Bohr, Nobelpreis 1922. Da gab es 1922 in Göttingen die sogenannten Bohr-Festspiele. Da hatte man nämlich den Niels Bohr zu einer Vorlesungsreihe eingeladen. Und weil gleichzeitig in Halle an der Saale die ersten Händel-Festspiele stattfanden, hat man diese Vortragsreihe in Göttingen scherzhafterweise die Bohr-Festspiele genannt. Übrigens, die Händel-Festspiele in Halle an der Saale gibt es immer noch. Die feiern auch dieses Jahr ihr 100. Und gut, das nur am Rande. Also, Niels Bohr war bekannt gewesen für sein Schalenmodell der Atome und hat damit eine physikalische Erklärung der Chemie geliefert. Allerdings, wenn man ehrlich ist, das Bohrsche Atommodell, das hat funktioniert beim Wasserstoff. Und schon beim Helium hat es eigentlich versagt. Außerdem hat es keine wirklich mathematisch-physikalische Fundierung gehabt, aber es war ein Erklärungsansatz, der verständlich war und den man gerne aufgegriffen hat. Und unter den Zuhörern seiner Vorlesungen in Göttingen war Werner Heisenberg gewesen. Der war damals Student bei Arnold Sommerfeld in München. Und der Sommerfeld hat ihn dazu motiviert, nach Göttingen zu fahren und sich das anzuhören. Und das hat den Heisenberg dann natürlich auch auf die Schiene gebracht, sich mit dieser Quantenphysik dann intensiver auseinanderzusetzen. Wer nicht dabei war in Göttingen, ist Albert Einstein. Da war nämlich vorher, war der Rathenau ermordet worden aus antisemitischen Gründen. Und Einstein musste fürchten, selber irgendwie zum Ziel eines solchen Anschlags zu werden und hat sich dann lieber aus der Öffentlichkeit ferngehalten. Einstein hat gleichzeitig mit Niels Bohr den Nobelpreis gekriegt. Er hat ihn für den Nobelpreis 1921 eigentlich gekriegt. Er ist aber erst 1922 wirklich an Einstein vergeben worden, wobei Einstein auch nicht selber nach Stockholm gefahren ist. Also in absentia wurde ihm der Preis verliehen. Einsteins wesentliche Leistung im Bereich der Quantenmechanik ist auf dieser Briefmarke hier dargestellt. Das geht da nämlich um den Fotoeffekt, um das Energiespektrum der aus Metalloberflächen
herausgeschlagenen Elektronen, wenn da Licht drauf fällt auf diese Metalloberfläche. Und was man da festgestellt hat, das war, dass die Energie der Elektronen nicht steigt, wenn man die Intensität des Lichtes erhöht, sondern die Energie der herausgeschlagenen Elektronen steigt, wenn man die Farbe des Lichtes verändert. Also wenn man die Wellenlänge von Rot auf Blau verkürzt, dann steigt die Energie der Elektronen. Und das ließ sich mit der klassischen Wellentheorie des Lichtes nicht erklären. Einstein ist drauf gekommen, dass sich das alles wunderbar erklären lässt, wenn man annimmt, dass das Licht eine Quantennatur hat. Also die Entdeckung hat Einstein 1905 gemacht in seinem Annus Mirabilis, aber den Nobelpreis dafür hat er dann 1921/1922 bekommen. So, da wir jetzt gerade bei Elektronen und Licht sind, da kommt der Nächste auf die Bühne, Arthur Compton, Nobelpreis 1927. Der hat sich auch mit der Streuung oder mit der Wechselwirkung von Licht und Elektronen befasst. Und zwar mit der Streuung hochenergetischer Gammastrahlen an Elektronen. Das sind also Lichtteilchen sehr, sehr kurzer Wellenlänge. Um den sogenannten Compton-Effekt zu verstehen, gucken wir uns mal eben das hier an. Das ist die Korona der Sonne, aufgenommen bei einer Sonnenfinsternis. Also der Mond verdeckt die Sonnenscheibe und man sieht, was rechts und links und oberhalb und unterhalb von der Sonne passiert. Da sehen wir die Korona. Und die Frage ist, warum sehen wir die Korona? Die Antwort ist ganz einfach. Die Sonne ist ja umgeben von einem heißen Plasma. In dem Plasma gibt es freie Elektronen und das seitlich von der Sonne abgestrahlte Licht wird an den freien Elektronen in alle Richtungen gestreut und deswegen kommt das seitlich abgestrahlte Licht auch bei uns auf der Erde an und deswegen können wir die Korona sehen. Diese Streuung von Licht an freien Elektronen nennt man Thomson-Streuung. Da ist weiter nichts Besonderes dran, aber denn das funktioniert einfach so, dass halt diese Lichtwelle mit ihrer Frequenz f diese Elektronen umspült. Die Elektronen, die schwingen mit der gleichen Frequenz mit und strahlen eine Lichtwelle der gleichen Frequenz wieder aus. So sieht das aus, wenn man nicht so genau hinguckt oder wenn man bei niedrigen Energien guckt. Also niedrig im Verhältnis zu den Gamma-Quanten, die der Compton benutzt hat. Und da hat er nämlich Folgendes gesehen. Wenn ein einfallendes Photon, ein Gamma-Quant mit der Wellenlänge Lambda auf ein Elektron trifft, dann saust das Elektron durch den Impuls- und Energieübertrag in eine Richtung weg und das Photon wird gestreut, aber die Wellenlänge des Photons ist kleiner, die Wellenlänge des gestreuten Photons ist kleiner als die Wellenlänge des einfallenden Photons. Das hat man beim Licht, bei der Thomson-Streuung, gibt es das zwar auch, hat man aber nicht gesehen, weil der Effekt da nur klein ist. Und beim Compton-Effekt, wenn ich das also mit hochenergetischen Photonen mache, dann ist der Effekt jetzt kommt der Ton wieder. So, ich hoffe, was man eben eventuell nicht hören konnte, wird durch das Bild erklärt. Also die Wellenlänge des gestreuten Photons ist kleiner als die Wellenlänge des einfallenden Photons. Das Photon verhält sich wie ein Teilchen. So, um in der Chronologie zu bleiben, kommt hier ein ingenieurtechnische Meisterleistung, nämlich Hermann Oberth,
hat im Jahr 1923 sein Buch veröffentlicht, Die Rakete zu den Planetenräumen. Also auch die Raumfahrt, damals nur theoretisch, hat aber auch in diesem Jahrzehnt ihren Anfang genommen. Das sollte eigentlich eine Doktorarbeit sein, eingereicht an der Universität Heidelberg, aber nicht angenommen, weil es keinen Gutachter gab, der kompetent gewesen wäre, die Arbeit zu prüfen. Und der Oldenburg Verlag hat es dann einfach so gedruckt. Und das war lange Zeit das maßgebliche Buch für die Entwicklung. So, Ton ist wieder da. Wir kehren zurück zur Physik, zur Quantenphysik. Es tritt auf die Bühne Louis-Victor Pierre-Raymond de Broglie, der den Nobelpreis 1929 dafür gekriegt hat, dass er sich beschäftigt hat mit Recherche sur la Théorie des Quanta. Und 1924 veröffentlicht, was hat er da gemacht? Er hat gesagt, okay, wir kennen die Photonen, wir kennen ihre Energie, das ist das Plancksche Wirkungsquantum multipliziert mit der Frequenz. Okay. So, also ist die Energie eines Photons gleich dem Planck'schen Wirkungsquantum mal der Lichtgeschwindigkeit geteilt durch die Wellenlänge. Und außerdem wissen wir seit Einstein, dass die Energie eines Photons gleich Masse mal seiner Masse mal dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit ist. So, soweit nichts Besonderes. Jetzt hat der de Broglie weitergedacht. Ich kann ja den Impuls eines Photons auch hinschreiben. Das ist Masse mal Geschwindigkeit, also Masse mal Lichtgeschwindigkeit in dem Fall. mc ist mc² geteilt durch c, also Impuls eines Photons ist seine Energie geteilt durch die Lichtgeschwindigkeit. Und da die Energie gleich h mal c durch lambda ist, ist der Impuls Plancksches Wirkungsquantum geteilt durch die Wellenlänge. So, und das hat er umgedreht und gesagt, und das wende ich jetzt nicht auf Photonen an, sondern auf Korpuskeln, auf Materieteilchen, auf Elektronen zum Beispiel. Und sage, so ein Materienteilchen, das sich mit dem Impuls P bewegt, entspricht So, da sind wir wieder auf dem Tonkanal zu hören. Also, de Broglie hat den Spieß umgedreht, hat gesagt, wenn Photonen, von denen man eigentlich angenommen hat, dass es Wellen sind, wenn die Teilcheneigenschaften haben, warum sollten dann die Korpuskeln, die wir als Teilchen kennen, nicht auch Welleneigenschaften haben? Das war ein ziemlich revolutionärer Denkansatz. Und er ist aber auch tatsächlich experimentell bestätigt worden, auch in diesem Jahrzehnt durch die Beugungsexperimente von Davison und Germer, die Elektronen durch Kristallgitter geschickt haben und damit tatsächlich Interferenzeffekte und sowas nachweisen konnten. So, Materiewellen. Dann kommen wir zu Werner Heisenberg.
der 1932 den Nobelpreis gekriegt hat. Das Foto, was man hier sieht, stammt von 1927. Ganz junger Mann. Und der hat gesagt, also ich habe jetzt irgendwie, bin total verwirrt mit Teilchen und Welle und was ist es denn nun, weder das eine noch das andere, beides gleichzeitig. Irgendwie kommt man nicht weiter, wenn man sich dauernd in diesem Zwiespalt befindet. Man muss die Physik beschreiben, hat er gesagt, indem man überhaupt auf das Konzept verzichtet, dem Teilchen irgendwie die eine oder die andere Eigenschaft zuschreiben zu wollen, insbesondere indem man nicht mehr davon redet, dass das Teilchen irgendeine Bahn beschreibt, wenn es sich ausbreitet. Man muss die Physik machen, indem man sich einfach auf die Größen beschränkt in seiner Theorie, die beobachtbar, die messbar sind, die observablen. Hier steht das Bild und geht nicht weiter. Ach, das ist doch echt Murphy, Alter. Steht da vor die 13. Ja, ich weiß, das sehe ich. Moment, ich wechsle mal die Schwindel. So, ich kann noch mal ganz rausgehen aus der Präsentation. Ich kann nicht mal geschwind auf die Großkamera schalten. Was ist denn da los heute? Da haben wir jetzt ein Standbild. Was ist denn da los? Das hat gestern ganz wunderbar funktioniert. Das ist doch echt zum Mäuse. Wie man sieht,
aber ich kann nochmal neu starten. Nicht so, wie ich das möchte. Ach Mann, das kann doch nicht so blöd sein. So, jetzt habe ich mal die Referentenansicht hier ausgeblendet. Aber... Ich füge sie mal neu hinzu. Vielleicht hilft das. So, also dann lassen wir das mal mit der Referentenansicht weg und dann werde ich jetzt immer ein bisschen überrascht von meinen Folien, aber wir kriegen das hin. Also, tut mir leid für die kleine Verzögerung. Hoffen wir, dass es jetzt klappt. So, Werner Heisenberg hat gesagt, also er mag das nicht mehr mitmachen mit diesem Rumgeeiere zwischen Teilchen und Welle und weder das eine noch das andere, aber doch beides. Er schmeißt das ganze Konzept, dass die Korpuskeln sich auf irgendwelchen Bahnen bewegen, schmeißt er über den Haufen und er beschränkt sich darauf, eine Theorie zu machen, in der nur die messbaren Größen vorkommen. Als da sind die Übergangswahrscheinlichkeit von einem Zustand in einen anderen und die Frequenz des Photons, was dabei absorbiert oder abgestrahlt wird. Und er hat also seine ganzen Übergangswahrscheinlichkeiten und Frequenzen in großen Tabellen aufgeschrieben und hat sich die Mathematik selber erarbeitet, mit der diese Tabellen miteinander verknüpft werden müssen. Und die Mathematiker in Göttingen haben ihm dann gesagt, ja, das sind Matrizen, was du da erfunden hast. Und die Rechnungen, ja, das kennen wir in der Mathematik schon länger. Das ist normale Matrizenalgebra. Gut, also der hat damit tatsächlich die erste mathematische Formulierung der Quantenmechanik geschaffen, die im Gegensatz zum Bohrschen Atommodell auch beim Heliumatom mit zwei Elektronen drumherum funktioniert hat. Und 1926 hat er das mit Max Born und Pasqual Jordan weiter formalisiert und ausgearbeitet. Und der Max Born hat dann auch einen Nobelpreis gekriegt. Der Jordan hat keinen gekriegt, weil er später in den 30er Jahren politisch sich nicht auf die richtige Seite geschlagen hat. Sagen wir es so vorsichtig. So, nach Heisenberg kommt der nächste Paukenschlag von Paul Dirac, ein Engländer, Nobelpreis 1933, der eine komplett andersartig scheinende Formulierung, mathematische Formulierung der Quantenmechanik gefunden hat. Dem ist nämlich aufgefallen, dass es in der klassischen Mechanik Konstrukte gibt, die bestimmten Konstrukten in der Quantenmechanik, in der Heisenbergschen Quantenmechanik ähneln. Also für die Spezialisten, es geht um Poisson-Klammern und Kommutatoren. Und dann hat er gesagt, oh, das ist der Ansatzpunkt, um die ganze Quantenmechanik auf ein Niveau der theoretischen Beschreibung zu stellen, mit dem man eigentlich in der theoretischen Physik schon relativ vertraut ist. Und das ist ihm auch wunderbar gelungen, nur leider die Meinung der Physikergemeinde zu dem Ganzen war mindestens zwiespältig. Zu Heisenberg hat man gesagt, oh ja, das ist, rechnet zwar was Richtiges aus, aber was nützt uns das? Wir wollen doch verstehen, wie die Natur funktioniert und nicht nur irgendwas ausrechnen. Und zu Dirac haben sie gesagt,
viel zu abstrakt, versteht doch kein Mensch. Da sieht man ja auch nicht die Physik dahinter. Also, wie man es macht, war es nicht recht. Dann, nächster auf unserer Bühne ist Erwin Schrödinger, Nobelpreis 1933. Der hat eine Wellengleichung ins Spiel gebracht. Die berühmte Schrödinger-Gleichung, hier mal zum Spaß kurz aufgeschrieben, IH quer, zeitliche Ableitung der Wellenfunktion Psi ist gleich der Hamilton-Operator mal Psi. Hamilton-Operator, also für praktische Zwecke, kann man sich da einfach die Energie hingeschrieben vorstellen. Und Schrödinger hat das gedeutet als, ja, dieses Psi, diese Wellenfunktion, das ist eine Pilotwelle für das Teilchen. Also die umspült das Teilchen und sagt dem Teil oder gibt dem Teilchen sozusagen Leitplanken vor, wie es sich zu verhalten hat. Und die Physikergemeinde, hell begeistert, endlich was, was man versteht, Wellengleichungen, das kennen wir, damit können wir uns anfreunden. So, dann kam Dirac und hat gezeigt, die Heisenbergsche Formulierung der Quantenmechanik, die Dirac'sche Formulierung der Quantenmechanik und die Schrödinger'sche Formulierung der Quantenmechanik sind alle äquivalent. Das kann man alles ineinander umrechnen. Na, und Max Born, dem wir vorhin schon begegnet sind, als Kollegen von Heisenberg, der hat diese etwas geisterhafte Wellenfunktion von Schrödinger gedeutet als Wahrscheinlichkeitsamplitude. Das heißt, in dürren Worten, wenn ich wissen will, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich das Teilchen gerade irgendwo aufhält, dann muss ich die Wellenfunktion an dieser Stelle ausrechnen, muss das Betragsquadrat nehmen und dann habe ich die Wahrscheinlichkeit, mit der ich das Teilchen an der Stelle finde. So, dann kommt Wolfgang Pauli, Nobelpreis 1945. Der hat sich um einen Effekt gekümmert, den man auch mit Dirac und Heisenberg und Schrödinger noch nicht wirklich verstehen konnte, nämlich, dass sich die Spektrallinien vieler Atome in einem Magnetfeld aufspalten, in Paare zum Beispiel. Und Pauli hat postuliert, das kann nur durch eine Eigenschaft der Elektronen zustande kommen, die man bisher noch nicht auf dem Schirm gehabt hat. Und die Eigenschaft der Elektronen muss so beschaffen sein, dass die Elektronen irgendwie zwei Zustände annehmen können. Und der eine Zustand hat den Wert 1,5 und der andere Zustand hat den Wert minus 1,5. Das ist ziemlich abstrakt. Und hat auch einiges Kopfschütteln erstmal hervorgerufen. Aber im gleichen Jahr 1925 haben zwei Physiker an der Universität Leiden, der Amerikaner Uhlenbeck und der Holländer war es, glaube ich, Goudsmit, haben diese Quanteneigenschaft, die Pauli postuliert hat, als eine Art Eigendrehimpuls der Elektronen interpretiert, als Spin. Und im gleichen Jahr hat Pauli dann auch noch sein sogenanntes Pauli-Verbot formuliert, dem die Elektronen brav gehorchen. Zwei Elektronen können nie im gleichen Zustand sein, wenn sie im energetisch gleichen Zustand sind und das gleiche Raumvolumen einnehmen, dann müssen sie sich mindestens in diesem Spin unterscheiden. So, dann kommt Henry Norris Russell. Nachdem ein Asteroid benannt ist und ein Mondkrater. Ich glaube, das mit den Mondkratern, fast jeder findet sich irgendwo auf dem Mond wieder. Manche auf der Vorderseite, manche auf der Rückseite. Der hat einen Artikel geschrieben, auch 1925, New Regularities in the Spectra of the Alkaline Earths, zusammen mit Herrn Saunders. Worum geht es da? Wir kennen alle das gelbe Natriumlicht von der Straßenbeleuchtung. Und diese Natrium-D-Linie, wie der Fraunhofer sie genannt hat, erweist sich als ein Doublett aus zwei ganz eng benachbarten Linien, wenn man sie mit einem Spektrographen genügender Auflösung anschaut. Und das war im Rahmen der bisherigen Theorie, war das nicht, auch nicht zu erklären, aber mit dem Elektronenspin
war das erklärbar, warum diese Linie ein Doublett ist. Die Ursache ist nämlich die sogenannte Spin-Bahn-Kopplung oder Russell-Saunders-Kopplung, wie man es mittlerweile nennt. Man muss sich vorstellen, dass die gelbe Linie dadurch zustande kommt, dass das Elektron von einer Bahn um den Atomkern die Drehimpuls hat, wo das Elektron also wirklich klassisch gesprochen um den Atomkern kreist, in den Zustand zurückspringt, wo es eine Ladungswolke um den Kern bildet. So, wenn man sich vorstellen darf, das Elektron umkreist den Kern, und wir setzen uns auf das Elektron, dann sehen wir natürlich, wir sind in Ruhe mit dem Elektron, dann sehen wir den Kern um uns kreisen. Der Kern ist positiv geladen, das heißt, das Elektron sieht ein Magnetfeld von dem Kern. So, und wenn das Elektron einen Eigendrehimpuls, einen Spin hat, hat es selber ein magnetisches Moment und dann ist es energetisch nicht mehr egal, ob das magnetische Moment nach oben oder nach unten zeigt, weil ja das Magnetfeld von dem Kern eine vorgegebene Richtung hat. Und das bedeutet also, dass die beiden Zustände des Elektrons, Spin rauf oder Spin runter, leicht verschiedene Energien haben und deswegen ist beim Zurückspringen in den Grundzustand haben die Photonen leicht verschiedene Frequenzen, leicht verschiedene Farben und bilden zum Beispiel beim Natrium dieses berühmte D-Linien-Doublett. So, der Russell wird uns noch mehrfach begegnen. Wir sind inzwischen bei 1927 angekommen. Heisenberg formuliert seine Unschärferelation und damit ist die Quantenmechanik also schon an einem ziemlich ausgereiften Stadium angekommen. Der sagt, man kann also den Impuls und den Ort eines Teilchens nie gleichzeitig beliebig genau messen. Es bleibt immer eine Restunschärfe von der Größe des Planck'schen Wirkungsquantums übrig. So, 1928, also es geht wirklich Schlag auf Schlag und diese ganze Quantenmechanik ist ja Voraussetzung dafür, dass die Astronomen schließlich erklären konnten, wie Sterne funktionieren. Deswegen machen wir das hier auch so relativ ausführlich. So, 1928 hat Dirac sozusagen die Schrödinger-Gleichung weiterentwickelt für Elektronen. In einer Form, ich habe es jetzt hier mal so hingeschrieben, dass es so ein bisschen so ähnlich aussieht wie die Schrödinger-Gleichung. Allerdings, dass das so schön aussieht, kommt davon, weil sich hinter diesem Slash-Operator, diesem durchgestrichenen Delta, da versteckt sich ein bisschen kompliziertere Mathematik, aber Mathematiker sind genauso wie Physiker, die sind alle schreibfaul und wenn man irgendwelche komplizierten Sachverhalte durch elegante Symbole abkürzen kann, dann macht das die Sache schon wesentlich überschaubarer. So, die Dirac-Gleichung hatte den Vorteil, dass sie auch für ganz schnell bewegte, für sogenannte relativistische Teilchen stimmt. Das war bei Schrödinger-Gleichung nicht der Fall. Die Schrödinger-Gleichung hat nur funktioniert bei langsamer Bewegung. Also die Physiker sagen, wenn das relativistisch auch stimmt, dann ist es Lorentz-invariant. Das ist so das Schlagwort dafür. In der Dirac-Gleichung war der Spin gleich mit drin. Das war bei Schrödinger auch nicht der Fall. Und es ergab sich eine Vorhersage aus der Gleichung, nämlich dass Antiteilchen zu den Elektronen existieren müssen. Antielektronen, die man 1932 in der kosmischen Strahlung dann auch entdeckt hat, die Positronen. So viel zur Quantenmechanik in der betrachteten Dekade. Und wer da mehr drüber lesen möchte, dem sei das Buch von Tobias Hürter empfohlen, Das Zeitalter der Unschärfe. Letztes Jahr erschienen, ein absolutes Lesevergnügen und geht natürlich hier die glänzenden und die dunklen Jahre der Physik 1895 bis 1945 geht also natürlich über unsere Dekade weit raus, aber ist eine Fundgrube zu Erkenntnissen über die Geschichte der Physik sondersgleichen. Es steht auch drin, was die ganzen
Helden unserer Darstellung für dunkle charakterliche Seiten gehabt haben. Also auch das kann man aus diesem Buch erfahren. So, so viel zur Physik. Jetzt kommen wir zur Astronomie in den 20ern, die natürlich von den ganzen physikalischen Erkenntnissen ungeheuer profitiert hat. Wir gucken uns mal wieder ein Buch an, das im Jahr 1925 erschienen ist, das Himmelsbuch von einem Dr. Plassmann. Versuch einer Darstellung der Hauptlehren der Astronomie für weitere Kreise, also ein populärwissenschaftliches Astronomiebuch. Und wenn wir da ins Inhaltsverzeichnis reinschauen, dann sehen wir Einleitungen und Grundbegriffe, die tägliche Bewegung, Sternbilder, Kugelgestalt der Erde, Merkur, Venus, Jupiter, Saturn, Kometen, Meteore, Örter und Bewegungen der Fixsterne, Licht und Farben der Sterne, Sternhaufen, Nebelflecke, Milchstraße, Anhang. Also sozusagen der normale Aufbau eines populärwissenschaftlichen Astrobuches vom Bekannten zum weniger Bekannten, vom Kleinen zum Großen. Und wie man sieht, das Große hört hier auf mit der Milchstraße. Das war nämlich eines der großen Themen in der Astronomie in der damaligen Zeit. Sind die Sterne, die wir sehen, ist das schon alles? Und da gab es die sogenannte große Debatte, the Great Debate, ob die Nebel, die man so teils mit bloßem Auge beim Andromeda-Nebel, teils mit dem Teleskop sehen kann, ob das irgendwelche Gebilde innerhalb der Milchstraße sind oder ob es tatsächlich Welteninseln, Sternansammlungen weit außerhalb der Milchstraße sind. Also in dem Buch von Herrn Plassmann kommen Galaxien nicht vor. Mit der Milchstraße ist eigentlich der ganze Himmel damals schon beschrieben. Also das Ergebnis der großen Debatte ist in der Öffentlichkeit noch nicht angekommen. Große Debatte: Sind die Nebel tatsächlich Nebel oder sind es Welteninseln? Und in diesem Zusammenhang muss ich jetzt ein Jahr zurückgreifen aus meiner Dekade. Im Jahr 1921 ist Henrietta Swan Leavitt gestorben. Die hat beim Pickering in Harvard für 30 Cent pro Stunde Fotoplatten ausgewertet. Ans Teleskop durften Frauen damals nicht. Hat sich aber nicht mit der stumpfsinnigen Auswertearbeit alleine beschäftigt, sondern hat gedacht beim Arbeiten und hat dann 1912 schon die Periodenleuchtkraftbeziehung bei den Delta-Cephei-Variablen entdeckt. Die erlaubt, wenn man so einen Stern entdeckt aus der Periode, seiner Helligkeitsschwankungen die absolute Leuchtkraft zurückzurechnen, und wenn man die mit der tatsächlichen Helligkeit des Sterns vergleicht, wie er hier auf der Erde zu sehen ist, dann kann man natürlich ausrechnen, wie weit er weg ist. Und mit dieser Beziehung sind Entfernungsbestimmungen bis in Entfernungen von ungefähr 10 Millionen Lichtjahren möglich. Also Henrietta Swan Leavitt soll unter keinen Umständen vergessen werden. Sie ist für den Nobelpreis vorgeschlagen worden, allerdings erst nach ihrem Tod. Sie war ein bisschen kränklich und ist ihrer schwachen Konstitution leider zu früh erlegen. Aber es gibt immerhin den Mondkrater Leavitt und den Asteroid, der nach ihr benannt worden ist. So, im Zusammenhang mit der Great Debate ist Jacobus Cornelius Kapteyn zu erwähnen, der auch im Jahr 1922 gestorben ist. Der hat nämlich ein Modell der Milchstraße als rotierende Scheibe aufgestellt und hat aus der Rotationskurve der Milchstraße hat er schon die Existenz dunkler Materie abgeleitet. Kein Nobelpreis dafür gekriegt, aber Mondkrater und Asteroid. Das ist seine fundamentale Arbeit. First attempt at a theory of the arrangement and motion of the sidereal system. Das heißt, das sidereal system, das Sternensystem, ist bei Kapteyn identisch mit der Milchstraße. Außerhalb der Milchstraße gibt es da nichts. Sidereal System und Milchstraße
das Gleiche. Dann kam Edwin Hubble. Der hatte ein tolles Teleskop unter seinen Fingern, 100 Inch, das sind 2,5 Meter Spiegeldurchmesser auf dem Mount Wilson. Und der hat damit die Distanz von Andromeda, wo er nämlich Cepheiden drin entdeckt hat, hat er 2023 die Distanz bestimmt zu nicht ganz richtig 0,9 Millionen Lichtjahren. Und damit war die Great Debate eigentlich entschieden. Jetzt muss man der Ehrlichkeit halber sagen, dass schon 1922 der Ernst Öpik in Tartu die Distanz von Andromeda bestimmt hat mit 1,5 Millionen Lichtjahren und war näher dran am wahren Wert von 2,5 Millionen Lichtjahren. Öpik hat das gemacht, indem er angenommen hat, dass die Andromeda, dass es eine Galaxie ist und ungefähr gleich viel Sterne hat wie die Milchstraße, die ungefähr gleich hell sind. Und dann hat er einfach aus der scheinbaren Helligkeit der Andromeda-Galaxie konnte er dann rückrechnen auf die Entfernung. Aber Tartu hatte damals schon nicht mehr so die Bedeutung in der Astronomie-Szene wie zu Zeiten von Struve. Und Öpiks Arbeit ist also leider wenig beachtet worden. So, also mit Hubbles Entdeckung war sogar Shapley der größte Feind der Theorie, dass es Galaxien außerhalb der Milchstraße gibt, war damit überzeugt und damit war die Entscheidung in der großen Debatte gefallen. Lustigerweise hat Hubble seine Entdeckung zunächst nicht in einer wissenschaftlichen Zeitschrift publiziert, sondern in der New York Times. Und dazu kann man in einem Buch von Sarov und Sergejewitsch und Dmitrievich kann man nachlesen. The news of Hubble's discoveries gradually spread among America's astronomers. The public was first able to read about them in a short article of only 30 lines in the New York Times of 23rd November 1924. As a rule, a newspaper is a poor source of scientific information. Even now, newspapers abound in confusing mistakes and sometimes blunder fantastically. Also das Wort blunder habe ich bei der Gelegenheit, muss ich nachgucken. Das heißt, ganz furchtbare Irrtümer eingehen. This time, however, the readers were in luck. An unknown reporter was mistaken only in Hubble's name, but quite correct as far as the message was concerned. Hier ist der Anfang von dem Artikel. Feynman's spiral nebulae are stellar systems. Dr. Hubble confirms view that they are island universes similar to our own. Dr. Hubble. Jawohl. So, damit war die Great Debate entschieden. Das ist aber nicht alles, was in der Astrophysik passiert ist. Nächstes Thema, Sternmodelle. Man kannte schon dieses hier ein bisschen schematisch dargestellte Diagramm, das Hertzsprung-Russell-Diagramm. Das ist der Russell, den wir vorhin schon kennengelernt haben mit der Spin-Bahn-Kopplung, mit der Deutung des Doublets der Natrium-D-Linie. Der hat 1913 die Sterne nach Farbe und absoluter Helligkeit in ein Diagramm eingetragen, nach Vorarbeiten von einer Hertzsprung. Und an diesem Diagramm konnte man sehen, dass da doch irgendwie nicht alles wild durcheinander geht, sondern dass die Sterne sich zu bestimmten Gruppen anordnen. Eine Erklärung stand aber aus. Und da hat Herr Eddington hat sich da drum verdient gemacht. Mondkrater und Asteroid, okay. Das ist der gleiche Eddington, der die Einsteinsche Relativitätstheorie anhand der Periheldrehung des Merkur verifiziert hat. So, und der Eddington hat sich Gedanken gemacht über, wie sind denn Sterne
aufgebaut? Wieso kollabieren die nicht unter ihrer eigenen Gravitation? Wie sieht das da im Innern von den Sternen aus? Und er hat sich vorgestellt, man betrachte so eine Kugelschale innerhalb des Sterns und ein kleines Element aus dieser Kugelschale wird rausgegriffen. Darauf wirkt die Schwerkraft, die zieht das nach innen. Es fällt aber nicht weiter Richtung Mittelpunkt, weil es eine zweite Kraft gibt, die da entgegenarbeitet, und zwar ist das der Strahlungsdruck von was immer da im Zentrum des Sterns für ein Mechanismus ist und Energie und Strahlung produziert. So, und das Gleichgewicht dieser beiden Kräfte wirkt auf die Sternmaterie in dem betrachteten Volumen, dass irgendeine Dichte und einen Druck und eine Temperatur hat, und diese drei Größen sind durch eine sogenannte Zustandsgleichung miteinander verknüpft, und im Zusammenhang mit dem Strahlungsdruck und der Schwerkraft lässt sich damit ausrechnen, wie sich sozusagen die ganzen Größen über das Volumen des Sterns verteilt einstellen müssen. Stern im Gleichgewicht. So, das war also auch ein Riesenschritt, um Sterne besser zu verstehen. Allerdings der Mechanismus, der den Strahlungsdruck erzeugt, der blieb erstmal weiter im Dunkeln. So, sein Buch, 1926 erschienen, The Internal Constitution of the Stars, von Arthur Eddington mit einem Vorwort von Chandrasekhar. Die Eddingtonsche Gleichgewichtstheorie, die klappt nämlich nicht für die weißen Zwerge. Und das wurde repariert durch den Doktorvater von Dirac im Jahr 1926. Der hat gesagt, ja, man muss jetzt noch in die Zustandsgleichung den Elektronenspin mit einbauen. Und dann sind wir den Sternen schon durchaus wieder ein Stückchen näher. So, und der Chandrasekhar, der gerade in dem als Vorwortschreiber aufgetaucht ist, Nobelpreis erst 1983, der hat im Alter von 19 Jahren, 1930, berechnet, dass dieses Gleichgewicht von Eddington zusammenbricht, wenn der Stern eine Masse hat von Größe. Was der Chandrasekhar nicht wusste, ein bisschen früher, ein Jahr früher, hat ein Herr Anderson in Tartu, wieder Tartu, diese Grenze auch schon ausgerechnet, und 1930 ein Herr Stoner in Leeds. Also oft ist es so, dass bedeutende Entdeckungen nicht von einer Person aus dem heiteren Himmel gemacht werden, sondern irgendwie ist manchmal die Zeit einfach reif, dass man auf bestimmte Ideen kommt. Und dann ist es nicht mehr so ganz gerechtfertigt, jetzt nur einen, der vielleicht zufällig 14 Tage früher war mit seiner Publikation, dem den ganzen Ruhm zukommen zu lassen. Ja, da müssen wir Frau Cecilia Payne unbedingt erwähnen. Die hat nämlich bei Shapley eine Doktorarbeit geschrieben über Atmosphären der Sterne, Stellar Atmospheres. 1925 veröffentlicht und als Schlussfolgerung aus ihrer Doktorarbeit kam raus, Sterne bestehen aus Wasserstoff und Helium. Und das war damals revolutionär, denn man hatte so die landläufige Ansicht, naja, woraus bestehen Sterne? Aus so Zeug wie die Erde halt. Man schließt von sich auf andere, so wie man das macht, wenn man nichts Besseres weiß. Das war derartig revolutionär zur damaligen Zeit, dass sie das im Grunde nicht wirklich laut sagen durfte. Da gab es nämlich den Herrn Russell, etablierte Größe in Physik und Astronomie. Der hat gesagt, das kann nicht sein, und hat hat Druck auf sie ausgeübt, was er konnte, weil nämlich der Russell war der Lehrer von Cecilia Paynes Doktorvater vom Shapley. Und da musste sie also immer dazu sagen, ja, das ergibt sich als Folgerung aus ihrer Arbeit, aber es ist ziemlich sicher eigentlich nichts Wahres dran. Almost certainly not real. Und naja,
Erst 1929 hatte Russell dann eingesehen, dass Cecilia Payne recht gehabt hat. So, wir hatten die Great Debate, wir hatten den Sternaufbau, jetzt fehlt uns noch die Kosmologie. 1922, Alexander Friedmann hat eine Arbeit geschrieben über die Krümmung des Raumes, Zeitschrift für Physik, und hat die Einsteinschen Feldgleichungen gelöst für ein expandierendes Universum mit Masse drin. Es gab schon eine Lösung vorher von Herrn de Sitter. Da kam ein statisches Universum raus und es hat halt leider keine Masse enthalten. Das heißt, das ist mathematisch interessant, aber zur Beschreibung der Wirklichkeit weniger geeignet. So. Und 1925, das Teleskop kennen wir übrigens schon, das ist das gleiche, durch das Hubble benutzt hat, hat Milton Humason in mehreren Nächten Belichtungszeit Spektralaufnahmen ganz vieler Galaxien gemacht und hat die Rotverschiebung entdeckt. Ungefähr gleichzeitig hat der belgische Priester Georges Lemaître in den Annales de la Société Scientifique de Bruxelles einen Artikel veröffentlicht, ein Univers homogène de masse constante et de rayons croissants rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extragalactiques. Also ein homogenes Universum von konstanter Masse und sich ausdehnendem Radius, das die Radialgeschwindigkeit der extragalaktischen Nebel erklärt. Also darin ist enthalten das Hubble-Gesetz und die Hubble-Konstante und die Entstehung des Weltalls aus einem Uratom, wie er es damals genannt hat. Und 1929 hat Hubble dann seine Grafik veröffentlicht, die hier schematisch dargegeben ist, über die Rotverschiebung der Galaxien in Abhängigkeit von der Entfernung. Und eine Zeit lang hat man das Hubble-Gesetz genannt, aber mittlerweile hat die Internationale Astronomische Union entschieden, dass dem Lemaître auch Gerechtigkeit widerfahren muss und dass das jetzt Hubble-Lemaître-Gesetz heißt. Also der Lemaître hat halt leider in dieser belgischen Zeitschrift, die sonst kein Mensch gelesen hat, hat er das publiziert. Und erst 1931 hat er es dann im Nature und in anderen Zeitschriften auf Englisch veröffentlicht. Und damit ist dann auch die Urknalltheorie richtig salonfähig geworden in der Astrophysik. So, bleibt Harlow Shapley zu erwähnen, der nämlich auch eine ungeheure Fleißarbeit gemacht hat in den Jahren von 1925 bis 1932. Er hat 76.000 Galaxien sich näher angeguckt und dabei das sogenannte Shapley Supercluster entdeckt. Das war sozusagen der Anfang die anfängliche Erkenntnis, die gezeigt hat, dass in der Hierarchie der Himmelsobjekte die Galaxien noch nicht die letzte Hierarchiestufe sind. So, mit der Astrophysik sind wir durch. Wir kommen zur Sternwarte 1922 bis 1931. Dazu So, Ton ist wieder da. Also hier mit digitalen Methoden kann man das Ganze wieder lesbar machen. Und
Also ein tolles Festprogramm zur Eröffnung am 8. Januar. Der Festvortrag musste leider, wegen schlechtem Wetter, konnte er nicht auf der Sternwarte stattfinden, sondern musste in die Turnhalle der Wagenburgschule verlegt werden. Es gab davor, gab es Tage der offenen Tür, wo man tagsüber die Sonne, abends Mond und Planeten beobachten konnte. Und zur eigentlichen Eröffnungsfeier gab es einen Festvortrag von Professor Hans Rosenberg über Astronomie und tägliches Leben. So, Hans Rosenberg war ein Astronom in Tübingen, der gleichzeitig Direktor der Tübinger Universitätssternwarte war, die aber in einem bejammernswerten Zustand war und die er praktisch nicht genutzt hat, sondern er hat sich auf dem Österberg in Tübingen eine Privatsternwarte gebaut. Und jetzt wechseln wir noch mal schnell zu unserer Präsentation. Jawohl, hier sieht man die Privatsternwarte von dem Professor Rosenberg. Der dann nach der Eröffnung hat er auch das, was wir heute einen Mitgliederabend nennen würden, veranstaltet, einen Erläuterungsvortrag zum Thema die Oberfläche des Mondes im großen Saal des Gustav-Siegle-Hauses. Der hatte nämlich, hier ist seine Veröffentlichung von 1921 in seiner Privatsternwarte, hat er die Mondoberfläche mit einem speziellen Photometer vermessen und konnte da also einiges über die Albedo des Mondes ableiten und hat das dann natürlich auch gleich verwertet, um es am Mitgliederabend der Sternwarte, also naja, was heißt Mitgliederabend? Für die Mitglieder war der Eintritt frei und andere Gäste mussten ein bisschen Eintritt bezahlen. So, das zu Professor Rosenberg, der leider, da holt uns die Zeitgeschichte wieder ein, wegen seiner jüdischen Abstammung dann auch Probleme gekriegt hat. Man konnte mit ihm nicht so ganz so umspringen, wie man es vielleicht gerne gemacht hätte, weil er ein hochdekorierter Veteran des Ersten Weltkriegs war. Und es ist ihm dann gelungen, eine wissenschaftliche Vortragsreise nach USA machen zu können. Da hat er seine Familie mitgenommen und ist schlauerweise nicht nach Deutschland zurückgekehrt. So, Rosenberg. Dann gibt es wenige Tage später auch so einen weiteren Erläuterungsvortrag über Sternhaufen und kosmische Nebel von Fräulein Dr. von Bronsart. Huberta von Bronsart, also mit Moment, müssen wir hier wieder zurück aufs Fernsehen. Huberta von Bronsart mit vollem Namen. Harriet Helene Veronika Xenia Huberta Bronsart von Schellendorf war eine Assistentin an der Universität Hohenheim und hat sich um Pflanzendüngung und solche Dinge gekümmert und war später freie Mitarbeiterin des Kosmos Verlages und hat dort sowohl populärwissenschaftliche astronomische Bücher als auch Ratgeber für Gartenfreunde und so weiter veröffentlicht. Und weil uns die Zeitgeschichte ja immer wieder einholt, will ich an der Stelle erwähnen, also sie kommt aus einem alten preußischen Adelsgeschlecht, der Bronsart von Schellendorf, und ihr Vater, also die Bronsarts, die waren Führungskräfte, Kommandeure in der kaiserlichen Armee, und ihr direkter Vater war Generalleutnant in der Türkei und Generalstabschef des türkischen Heers und damit einer der Hauptverantwortlichen für den Völkermord an den Armeniern. Aber dafür konnte Huberta nichts. Die hat also damals hier schon mitgewirkt bei den ersten Veranstaltungen der Sternwarte Stuttgart. Ja, das war 1922 gewesen. 1923 hat die Sternwarte einen später berühmt gewordenen Gast. Da hat nämlich Karl Friedrich von Weizsäcker die Sternwarte besucht, im Alter von 10 Jahren,
und hat später geschrieben, also an ganz arg viele Dinge aus seiner Kindheit kann er sich nicht erinnern, aber der Besuch auf der Stuttgarter Sternwarte, das war also ganz fantastisch und ein prägendes Erlebnis. 1924 hat die Sternwarte ein weiteres Instrument bekommen. Und das ist verewigt in einem Zeitungsausschnitt, den es hier zu sehen gibt. Schön in Fraktur gedruckt, nicht datiert, aber aus dem Inhalt kann man auf das Jahr schließen, in dem er entstanden ist. Den will ich kurz vorlesen. Schwäbische Sternwarte. Nachdem die Zeit der Inflation überwunden war, konnte der Verein an eine Erweiterung seines Instrumentenbestandes auf der Sternwarte auf der Uhlans herantreten. An eine Erweiterung seines Instrumentenbestandes herantreten. Seit Anfang dieser Woche befindet sich auf der Sternwarte auf der Uhlandshöhe als neueste Anschaffung ein Spiegelteleskop der Firma G&S Merz München-Pasing von 200 mm Öffnung und 1,20 Meter Brennweite, das in der Leistungsfähigkeit sich mit dem großen Turmrefraktor ohne weiteres messen kann. Die Vergrößerungen sind etwa dieselben wie beim großen Rohr, nämlich 44, 88, 130, 176-fach. Dagegen sind die Bilder, wie bei allen Spiegelteleskopen, lichtstärker und wesentlich reiner und frei von jedem Farbfehler an den Rändern. Neben der Beobachtung am bisherigen Hauptrohr im Turm können daher von jetzt an auch auf der Plattform des Wasserreservoirs durchaus gleichwertige Beobachtungen geboten werden. Da das Instrument sich auf einem fahrbaren Stativ befindet, so ist das ganze Himmelsgewölbe, soweit es von der Plattform zu übersehen ist, für das Instrument zugänglich. Vor allem lassen sich die zurzeit leider ziemlich tief am Horizont stehenden Planeten Venus, Jupiter und später Mars leichthin einstellen, sodass die Marsbeobachtungen, die in diesem Jahre wegen der Marsnähe sehr günstig sind, durch das Instrument wesentlich erleichtert werden. Und das ist der Hinweis auf das Entstehungsjahr. Die Mars-Opposition war 1924 gewesen, also ist der Artikel 1924 zu datieren. Das Instrument wird von Anfang nächster Woche an den allabendlichen Sternführungen zur Verfügung stehen, selbstverständlich unter der üblichen Beaufsichtigung durch Führer. Die Sternwarte ist am Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntagabend für jedermann geöffnet. Montag und Dienstag sind Verführungen von Vereinen vorbehalten. Also das ist ein ähnliches Regime, wie wir das versuchen, auch zurzeit. Naja, wegen der Pandemie geht es nicht, aber wenn das mal durchgestanden ist, dann wird unser wöchentlicher Turnus hoffentlich auch wieder ähnlich aussehen. So, zu dem Merz-Refraktor. Habe ich ein Bild? Man sieht ihn hier links und rechts, das ist ein 4 Zoll Merz-Reflektor, so nicht Refraktor, ein Spiegelteleskop, ein Newton. Und rechts ein 4 Zoll Refraktor, der da auch zur Verfügung stand. So, bei der Mars-Opposition. Da ist einem bei der Mars-Opposition ist einem Studenten, einem Maschinenbaustudenten, was aufgefallen. Anton Kutter war Maschinenbaustudent an der damaligen Technischen Hochschule Stuttgart, Amateurastronom und sehr engagiert auf der Sternwarte tätig. Und der hat also mit diesem Merz-Refraktor Merz-Reflektor und dem Hauptteleskop Villaroy-Refraktor, wir erinnern uns, hat er den Mars beobachtet und deutliche Unterschiede festgestellt in der Qualität der Abbildung. Und ihm ist also aufgefallen, dass der Kontrast mit dem Refraktor deutlich besser war als mit dem Spiegelteleskop. Und irgendwie war klar, das muss mit der Obstruktion durch den Fangspiegel im Newton-Teleskop zu tun haben. Und der Professor Staus hat den Anton Kutter
dann darauf hingewiesen, dass da schon mal Leute dran rumgedoktert haben. Ich glaube schon in den 1800 irgendwann, also Ende des 19. Jahrhunderts, ein Herr Fritsch und ein Herr Forster, die haben ein sogenanntes Brachy-Teleskop, ein Kurzteleskop entwickelt, bei dem der Strahlengang mit Spiegeln gefaltet war. Die Spiegel waren bei dem Brachy-Teleskop aber nicht ganz aus dem Strahlengang draußen. Und der Kutter hat dann getüftelt, wie man das hinkriegen kann, ein Spiegelteleskop zu bauen, bei dem kein Spiegel im Lichtweg drin ist und den Kontrast verschlechtert. Das ist ihm in seiner Stuttgarter Zeit während seines Studiums nicht gelungen, sondern erst in den 30er Jahren, hat aber dann zur Entwicklung des Kutter-Schiefspieglers geführt, den der Kosmos Verlag dann sogar mindestens zehn Jahre lang vertrieben hat. Und ich habe heute von einem Bekannten, der als Schüler einen solchen Schiefspiegler besessen hat, der hat mir heute ein Foto zur Verfügung gestellt. Hier kann man diesen Schiefspiegler sehen. Der ist montiert zusammen mit einem Refraktor auf der gleichen Montierung. Und leider hat der Bekannte dann, als er zur Bundeswehr eingezogen wurde, das Gerät verkauft. Es ist also nur noch das Foto erhalten. Der Schiefspiegler. So, gleichzeitig, oder was heißt gleichzeitig, der Villeroy-Refraktor wurde modernisiert. Man hat nämlich eine Plattenkamera dran gebaut. Diesen viereckigen Kasten, den man hier über dem Tubus sieht. Das war auch 1924 gewesen. So, 1927, da haben wir schöne Fotos, wie das Publikum sich auf der Terrasse drängt, um die Sonnenfinsternis zu beobachten. Also man kann hier Leute sehen, die sich rußgeschwärzte Glasplatten vor die Augen halten. Und die Refraktoren, die man da aufgestellt hat, hat man mit Blenden bis auf fast Lochblendenformat abgeblendet, sodass man da durchgucken konnte. Und es ist auch lustig, hier sich so die Kleidung der Leute anzugucken, also was die Hüte betrifft, was die Krawatten betrifft, alles sehr förmlich. Wenn wir heutzutage so ein Ereignis haben, dann kommen die Leute nicht unbedingt im Anzug, aber so war das halt damals. 1928 wurde im Hindenburgbau das Planetarium eröffnet. Also Stuttgart hat dann eine zweite Attraktion astronomischer Natur bekommen. Erster Direktor in diesem Planetarium war Robert Henseling gewesen, den wir ja im letzten Vortrag ausführlich kennengelernt haben, als eine der treibenden Kräfte hinter der Gründung unserer Sternwarte. Die Aufgaben als Direktor des Planetariums hat er allerdings nur wenige Monate wahrgenommen, weil er nämlich dann abberufen oder die Chance hatte, Direktor des Planetariums in der Landeshauptstadt, in Berlin zu werden, was er auch nicht lange gemacht hat. Er hat sich dann ganz der Schriftstellerei gewidmet. So, und dann haben wir noch eine weitere prominente Persönlichkeit, die in jungen Jahren die Sternwarte besucht hat. Rudolf Kühn oder Fritz Kühn? Jetzt bin ich, also verzeiht mir mit dem Vornamen, ich glaube Rudolf Kühn. Den kennt man, die Älteren, als Fernsehastronom. Der hat in der Mitte der 50er Jahre hat er beim Bayerischen Rundfunk jede Menge Astronomiesendungen gemacht und war dann quasi so der deutsche Fernsehprofessor für ziemlich lange Zeit. Hat 1962 war Mitbegründer mit Hans Elsässer der Zeitschrift Sterne und Weltraum, die wir ja heute mit großem Interesse
monatlich studieren. Der hat als Fünfjähriger die Sternwarte besucht und war also auch ganz begeistert und hat berichtet, dass das also auch eines der prägenden Erlebnisse aus seiner Kindheit war. So, damit sind wir für heute zum Ende gekommen. Ich bitte um Verzeihung für die technischen Pannen, aber wir haben es ja dann doch irgendwie halbwegs gut hingekriegt. Ich darf Sie einladen zur Fortsetzung der Vortragsreihe am 1. Februar im März. Da wird Andreas Eberle über die nächsten 10 Jahre berichten, die dann natürlich anfangen mit der 10-Jahres-Feier der Sternwarte. Das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber das ist ein Ereignis besonderer Natur und seien Sie gespannt. Dann will ich noch darauf hinweisen, nächste Woche am Donnerstag um 18 Uhr läuft im ZDF Soko Stuttgart ein Krimi, bei dem die Sternwarte Stuttgart der Tatort ist. Verpassen Sie das nicht, das wird lustig und spannend. So, damit darf ich mich für heute verabschieden. Ich danke meinen technischen Mitkämpfern, dem Lukas und dem Sebastian. Und wir schauen noch kurz, ob es noch Fragen gibt. Wir gucken noch, ob im Chat noch Fragen auftauchen. Dauert einen kleinen Augenblick. Wir sind für 7 Sekunden dem Chat voraus, das passt. Aber bis jetzt sehe ich gerade noch keine. Ja, da ist eine Frage, wie ging es eigentlich der Sternwarte Stuttgart in den 20ern? Also, wir haben ja nicht so allzu viele Zeugnisse aus der Zeit. Aber man kann aus den wenigen erhaltenen Zeugnissen kann man schließen, dass es der Sternwarte nicht schlecht ging. Es gab eine ziemlich gute Kameradschaft unter den Mitarbeitern. Also es ist überliefert, dass an den Führungsabenden nicht nur das Führungspersonal da war, sozusagen die Diensthabenden, sondern dass sich die Hälfte der übrigen Mitarbeiter eben auch zum geselligen Beisammensein auf der Sternwarte eingefunden hat. Da hat man gefachsimpelt und vielleicht auch lustigere Sachen gemacht. Und dass es da fröhlich zugegangen ist, dass erfährt man dann mehr im Detail, wenn über die 10-Jahres-Feier berichtet wird. Also man schaltet sich wieder auf bei der Fortsetzung, die Andreas Eberle uns präsentieren wird nächsten Monat. Gut, dann haben wir noch erstmal nichts mehr dazu. So, ja, dann sind wir am Ende angekommen. Danke an alle, die geduldig zugehört haben und einen schönen Abend noch.